Hallo, ich bin Annette Gümbel vom Förderverein der Dietrich-Bonhoeffer-Schule aus Lich. Mit dem kostenlosen Bonusprogramm Vereinsliebe der Volksbank Mittelhessen haben wir 5.000 Euro gewonnen. Damit kaufen wir einen Wasserspender für unsere Schule. Vielen Dank, liebe Volksbank. Ja, ich glaube, das Gefühl, in Kiel zu gewinnen, lässt sich nicht in genügend Worte ausdrücken. Ja, ich glaube, das haben wir gestern auch im Bus gesagt, sowas erlebt man nicht oft in seinem Leben, in Kiel zu gewinnen. Dann auch noch in der Deutlichkeit, glaube ich, ist was Einmaliges. Dementsprechend war auch die Rückfahrt feuchtfröhlich, um es mal auszudrücken. Und das haben wir natürlich alle genossen. Und ja, die Freude, das Gefühl vom Glück, das war einfach gigantisch. Ja, natürlich sind solche Reisen mit viel Strapazen verbunden und man lebt so mehr oder weniger von Tag zu Tag, wir haben jetzt in zwei Hotels übernachtet und die Punkteausbeute, wenn uns jemand gesagt hätte, dass wir aus Berlin und Kiel zwei Punkte mitnehmen, ja, hätten wir das natürlich sofort unterschrieben. Natürlich jetzt ärgerlich, wenn man sieht, wenn man in Kiel gewinnt, hätte man auch sagen können, gut, dann kann man auch in Berlin gewinnen, aber nee. Die Ausbeute ist super. Wir sind jetzt froh, dass wir jetzt mal ein paar Tage zu Hause sind, die Familien kommen und die Weihnachtstage jetzt hier zumindest am 24. und 25. genießen können. Ja, man muss sagen, dass natürlich jetzt so ein bisschen die beiden Mannschaften der Stunde aufeinandertreffen. Die Eulen, die seit Wochen wirklich bärenstarken Handball spielen, jeden Gegner vor Aufgaben stellen und immer nah dran waren, dort zwei Punkte zu holen. Jetzt haben sie sich, muss man sagen, verdientermaßen nochmal belohnt mit einem sensationellen Sieg zu Hause gegen Flensburg. Und ich glaube, der Sieg gegen Kiel ist nichts wert, wenn wir jetzt wieder so einen Ausrutscher haben wie gegen Stuttgart, wenn wir zu Hause jetzt gegen die Eulen Punkte liegen lassen. Natürlich, wir sind der Favorit und dementsprechend müssen wir auch zu Hause mit den Fans im Rücken dort zwei Punkte holen, gerade um noch so ein bisschen den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Dann haben wir 20-18 Punkte und das, denke ich, wäre zu dem jetzigen Zeitpunkt super. Ich verfolge die Eulen zugegebenermaßen noch eine Menge. Also ich schaue, wenn ich Zeit habe, fast jedes Spiel mit, wenn ich parallel spielen. Habe noch eine Menge Kontakt zu Leuten, fahren auch jetzt über die Pause, fahre ich mit zwei Jungs in den Urlaub zusammen. Und ja, unsere Freundinnen verstehen sich gut, also von daher ist der Kontakt noch sehr, sehr groß. Zum Trainer habe ich noch viel Kontakt, von daher freue ich mich einfach, die Jungs wiederzusehen. Da wird dann für 60 Minuten mal die alte Bekanntschaft ad acta gelegt und deswegen, ich freue mich einfach auf die Jungs. Ja, warum habe ich meinen Vertrag verlängert? Ich glaube, die Gründe sind naheliegend. Ich oder wir fühlen uns pudelwohl hier in der Gegend, bei dem Verein. Wir haben eine sensationell geile Truppe zusammen, in der ich mich vom ersten Tag an total wohlgefühlt habe oder wohlfühle. Und ja, ich glaube, ich habe im ersten Spiel gemerkt, dass es was anderes hier in der Ritterallarena aufzulaufen, wie ich es vorher von Heimspiel kannte. Gigantische Atmosphäre, super Fans. Und da musste ich, glaube ich, keine Sekunde überlegen, ob ich hier länger bleibe oder nicht. Das Fazit fällt persönlich im Großen und Ganzen positiv aus. Bin super in die Saison reingekommen, hatte aber auch, muss ich zugeben, zwei, drei Wochen, wo es nicht so gut lief. Jetzt die letzten Wochen waren wieder besser. Ich weiß oder ich erwarte auch von mir persönlich, dass ich noch ein bisschen mehr aus mir herauskitzeln kann oder auch werde, um da gerade noch Philipp auf der Mitte noch mehr Entlastung zu sorgen. Ich übernehme auch gerne mehr Verantwortung jetzt in Zukunft oder erwarte das auch von mir. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ja, um ehrlich zu sein, um einfach so ein bisschen die Lorbeeren zu ernten, die wir jetzt in Kiel geholt haben. Ich glaube, das haben wir verdient, dass wir am 26. eine volle Halle haben. Hoffentlich liegen viele Karten unter den Weihnachtsbäumen, damit die Jungs oder wir belohnt werden dafür, dass wir gegen den Rekordmeister gewonnen haben. Es uns erwartet wirklich ein sehr, sehr schwerer Gegner. Ich glaube, die Eulen haben gezeigt jetzt gerade nach dem Sieg gegen Flensburg, zu was sie in der Lage sind. Und deswegen lohnt es sich, dort in die Halle zu kommen. Ich werde mich jetzt gleich auf den Weg nach Hause machen, zu meiner Familie, meine Freundin treffen. Und dann werden wir morgen ein schönes Weihnachtsfest verbringen. Am 25. noch morgens frühstücken, dann geht es wieder zurück nach Wetzlar. Und dann begeben wir uns auch schon wieder in die Trainingshalle. In dem Sinne wünsche ich natürlich allen Fans, allen begeisterten Anhängern von der HSG Wetzlar schöne Weihnachtstage.
Ich hoffe, wir sehen uns am 26. in der Halle, verbringen nochmal ein schönes letztes Heimspiel 2019 und bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz liebe Weihnachtstage.